Wer die Risiken heute verstehen will, wer wissen will, was jetzt im Argen liegt, der muss sich mit der Krise von 2008 beschäftigen. Dieses Chart, jetzt das erste wirkliche Chart of the Day, zeigt die Entwicklung der Eurozone über fast 20 Jahre von 2000 bis 2018. Nun wissen wir, dass das in der Ökonomie mal rauf und mal runter geht. Das nennt man diese Standardbewegung, diese Volatilität. Das ist allgemein bekannt. Hier aber haben wir es mit einem echten Einbruch zu tun, mit einer richtig fulminanten Krise. Griechenland ist uns in lebhafter Erinnerung. Der beeindruckende und auch in der Form beispiellose Showdown zwischen Yannis Varoufakis und Wolfgang Schäuble. Ja klar lässt sich das anhand von Personen besser berichten als auf Basis der zugrunde liegenden Sachverhalte. Mit denen aber müssen wir uns auseinandersetzen. Griechenland war nicht allein in seiner abschüssigen Lage. Spanien, Portugal, Irland, Island sogar sind uns in etwas blasserer Erinnerung. Wir Deutschen sind fast ungeschoren davon gekommen. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Die Risiken heute sind Folge des Finanzcrashs von 2008. Und damit wir das verstehen, müssen wir das genauer anschauen.